Hi, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt rausschneiden werde oder nicht, aber irgendwie ist gerade Ludger von auf der Stelle gelaufen und das war irgendwie witzig anzusehen. Und ja, das sah merkwürdig aus. Werde ich wahrscheinlich drin lassen. Jedenfalls, in der letzten Folge haben wir Milas Geschichte Nummer 3 erledigt und wir machen jetzt mit der Story weiter, nachdem ich mal ganz kurz zum Auftraggeber gehe, zur Auftragsbörse und ein paar Dinge hier erledige, weil irgendwie sind wieder voll viele, jetzt sind noch mehr Sachen hier auf. Offscreen ein paar Sachen wieder erledigt, aber ja, da waren irgendwie nicht so viele Sachen hier zur Verfügung. Zum Beispiel die ganzen Gegner hier. Warum sind die jetzt schon wieder hier alle neu? Ich hab die alle erledigt, Mann. Okay, tun wir mal einfach irgendwas hier erledigen. Wegen Geld und so. Verdammt. Jawohl. Jawohl. Gleich schon wieder genug Geld haben, um wieder was zurückzuzahlen. Ach, jetzt muss ich wieder Dinger töten. Etwas langes, was? Doch wirklich? Köstliches Hühnchen. So. Wow. Hey, it's Nova. So, hier. Steck dran. Okay, dann habe ich wieder offscreen diese Goldfrische hier gesucht im Aklund-Sumpfgebiet, weiß ich nicht. Und ja, wir können die jetzt verkaufen und kriegen wieder voll Möhre Geld. Sehr schön. Was noch? Ich habe offscreen schon mit einem Charakteren ja alle Dinger. Sehr schön. Ich muss offscreen gar nichts mehr lernen. Mit Lies habe ich schon, mit Ludger habe ich schon. Mein Güte, ey. Oh, ich habe die noch gar nicht verteilt. Boah. Nimm du mal das hier. Also irgendwie das Beste, was wir jetzt im Moment haben. Du lässt das hier noch. Du das. Du. Weiß ich nicht. Ja, geht aber überall nur ein. Wie ist hier mit? Hier ist auch nur ein. Blah. Ich weiß nicht, hier. Luftrüstung. Wird schon gehen. So, du musst auch noch ein paar Sachen lernen, glaube ich, ne? Nimm. Oh, blöd. Antimagie. Ja, dann kannst du keine Magie mehr. Dann kann keine Magie dich mehr heilen, aber auch nicht mehr schaden. Genau. War eigentlich voll im Ball. Aber ich finde die nicht so gut, die Fähigkeit. Ich brauche das hier. Selbstaufopferung. Und du nimmst. Ja, das hier. Du brauchst nichts mehr. Sehr schön. So, Katzenkurier ist schon wieder einer zurückgekommen. Jo. Eisenstaub. Und Smacks, sehr gut. Und direkt wieder schicken. Hier so ein Dingen. Und fertig. So, jetzt machen wir das Story weiter. Bams. Ne, jetzt gucken wir erstmal im Apartment, was wir bekommen haben, genau. Verbunden habe ich mich mit gar keinen irgendwie hier auf Screen. Wegen Beziehungen und so. Geisteskraft. Psyche 3, sehr schön. Katzenminze und verdammt kein Trank. So, Psyche 3. Sehr schön. Wip. So, dann. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Ich glaube, zur Spyros AG, ne? Machen wir mal schneller. Oh, sehr schön. Ja, hier jetzt nicht unbedingt, aber okay. So, danke. Und da ist der. Wie hieß er nochmal? Ich hab's vergessen. Goodman, oder? Ach ja, der wollte ja Mila sehen. As I recall, I only asked for Luger and Maxwell. We don't trust you spurious people. Why don't you tell me how you really feel, Dr. Mathis? I didn't expect that much spine from one who claims to support both Spyrix and Spirits.
Das kann sich doch bestimmt auch irgendwie so verwandeln, so wie der eine Typ, ne? How selfless of you to come all this way to give me your report. Both as a CEO and a citizen, I'm overjoyed. I take it that you're Beasley Bacor. Looking at you, you do appear to be a formidable man. And you, I would presume, must be the true Maxwell. My Miller was true too, you know. You are correct. Every inch as proud as I'd expect from the Lord of Spirits. The dimensional abyss has stabilized. Then I shall transfer you the coordinates of the fractured dimension containing the final waymarker. Have you uncovered the identity of the last waymarker yet? No. That said, you should find it easily enough. Focus your search on the divergence catalyst, as in any other case. If Dr. Mathis and his friends are willing to cooperate, you are sure to succeed. I'll cooperate with Luger, but I do it on my own terms, to fulfill my duty. Indeed, we cooperate because we want to, not because we are ordered to. Exercising your own free will, huh? That is humanity's strength. You have some steadfast friends, Luger. Du sollst wohl ja kein Mensch sein, irgendwie. Kann man jetzt gerade rüber. The final waymarker is within our grasp. In this grand endeavor, I wish you Godspeed. You put a lot of trust in Luger. With good reason. The key of Kresnik is mankind's last hope. Only he can overcome Origin's trial. Was für ein Zufall. No pressure, right? In Symphonia bin ich ja genau an den gleichen, an der gleichen Stelle irgendwie. Kapitel 12, L und ich. Da muss ich auch für Origins eine Prüfung gerade machen. Leck mich. I didn't expect the company president to see us off personally. A difficult man to predict. Oh, wir müssen schon direkt zur später Dimension. Okay, dann lass mich aber nur kurz heilen. Nein. Man kann sich nicht so ein Dingens hier porten, ne? Ja, was ist eigentlich hier mit? Da war ich auch noch. Die drin, kann das sein? Na, gehen wir mal irgendwann rein. Nicht jetzt. So, ich brauche immer noch ein Dingens. Ein. Ja, da muss ich eben so dahin rennen. Könnte meinen, wir haben schon so viel gelernt und so, aber wir müssen trotzdem immer noch zum Innenrennen. So ein Dreck. Das geht mir irgendwie mehr auf den Nerven, als es mir eigentlich helfen soll. Diese verdammte Flitzen. Das kostet ja 0 FP. Also warum nicht? Ja, so bin ich leider drauf. So, mehr Elemente, also brauche ich bald gar nicht mehr. Wer ist hier mit und hier mit? Fischsticks, wo sind sie? Gemüsesticks hier. Habe ich noch welche? Okay. Ja, ich verpfeife ja immer irgendwie irgendwelche einzusetzen, deswegen. So, aber ich werde versuchen, mal wieder dran zu denken. Die letzten Bosse waren sowieso irgendwie voll einfach in letzter Zeit. Ob das irgendwie an den komplizierten Dingens hier liegt, an den Alliumkugeln. Da wollte ich jetzt nochmal nachgucken. Ja, ich sollte mein Team vielleicht irgendwie gut zusammenstellen. Und ich kann es irgendwie nicht umstellen. Was? Da, hä? Okay, warum kann ich die jetzt nicht ändern? Ma. Okay. Da gibt es hier irgendeinen Titel, den ich noch haben muss für irgendwelche Dinger hier. Rone und Muse, Leia und Muse. Ja. Okay. Dann gehen wir zur Splitterdimension Nummer F41DB. Abweichung 0,05. Okay.
und Sheridan. Sehr gut. Ich glaube, je weniger Abweichungen, desto leichter ist es doch herauszufinden. Sheridan, huh? It's been ages. It takes me back to when we all first met. Conductor Ilbert? Yes, I am Rowan Ilbert. I was once the steward for House Sheryl. A pleasure to see you again. How dare you? How dare I what? You take me for an idiot. I don't know who put together that costume of yours, pal, but it's not fooling me. Costume? Don't play dumb. Conductor Ilbert died 8 years ago. He was murdered. Have you no shame? Rowan wurde ermordet? Vielleicht war es jemand anders. Rowan wurde ermordet? Where have you been? It was a big deal in Risa Maxia. King Gaius threw him a state funeral and everything. Huh? Who murdered him? No one knows. They found the body floating in Lake Epsilla in Olympias. Lake Epsilla? Now I've had enough of your sick little joke. Buzz off. Intriguing. A fractured dimension in which I've been. Was hat Meister eigentlich mit Kostüm, ey? Vor 8 Jahren hätte er bestimmt noch nicht angehabt. And Rowan died 8 years ago. This fractured dimension must be several years ahead of the prime dimension. Anyway, let's investigate the murder scene. Okay, wenn das jetzt in der Zukunft ist, hat wieder was anderes, aber trotzdem. Stadt von Grusen Abschied, genau. They said the murder scene was at Lake Epsilla in Olympias, correct? That is what they said. But visiting the site of my own murder, I can't say I'm looking forward to this. Warte mal, kann ich mich jetzt? Nee, kann ich nicht. Dann muss ich mich hier noch umsehen. I wonder if the time capsule we buried is here in this world too. Ja, ne? An interesting question. Shall we visit the manor to see for ourselves? Ja. War eigentlich eine Story-Mission? Damals mit der Zeitkapsel? Ach, das ist aber okay. Ich glaube, da war eine Story-Mission dann. Also jetzt nicht. This is where the time capsules are, right? Correct. Burying them here was Lady Drusilla's idea. Should we dig them up? Ach, Bonus-Szene ist das. Nur Els, Rowans und meine. Ja, glaube ich besser, ne? Wer war denn noch dabei? And we shall dig up only mine and Lugas. Okay. Hat sich doch gelohnt, die ganzen Charakter-Szenen hier zu machen. Folgende Objekte wurden in der Zeitkapsel vergraben. Fürchterliche Nadel, Spirus, Beißer. Okay. These are exactly the same time capsules that we buried. Hmm. Interesting. This dimension's history was identical to the Prime's until some point in the past. Perhaps my death was the point at which the two split. The death of a nation's prime minister would certainly leave a mark on history. Rowan, don't you want to meet this dimension's Drusilla? I'd better not. Nothing good would come of it. Hmm. Ah. Über das KP Maximum. Ist ein neuer? Nee, ne? Wird die Chance, den Träger wieder zu beleben. Warte mal, sind die jetzt verstärkt? Ha! Sehr schön. Das sind die Originaldinger von damals. Und wow. Wow, das ist richtig gut. Wow, da hätte man verpassen können, glaube ich, ne? Ich will da rein. Was mache ich hier gerade? Das ist so eine gute Idee ist. Ich bin neugierig. Na, nicht hier, okay. Ja, ich will trotzdem gucken. Auch wenn ich dadurch irgendwie, keine Ahnung, das Universum zerstören könnte. Hier ist auch niemand. Okay.
Man muss ja mal gucken. Ja, 15 Minuten haben wir. Ich werde diesen Part noch nicht so lange machen. Substraf-Seehafen zum... Aber wo ist denn hier ein Seehafen? Boot vom Substraf-Seehafen. Aber da muss ich zur Höhenstraße, okay. Na gut. Mein Gott, ich habe den Pferd ganz schön laut. Hoffentlich hört man Echo nicht. Fürstin Drizel. Wow, Entschuldigung. What kind of stews did you make? Bratler? Stewer. Is that even a word? I wasn't her stewer. I was her steward. Oh, I know that word. It's like a handmaid, right? Steward. Steward is another word for butler. I served Lady Drizel, the Lord of Sherrilton. Die Namen. Trägerkleidchen und weiße Handschuhe an und tänze mit einem Staubwedel rum. Eine reiche, elegante Dame, der Traum jedes Mannes. Ja. Why, Luger, I had no idea. My daddy always said I'm a beautiful young lady too. Luger, what do you think of Drizel? I could try and set you up with her. Huh? What? Don't be shy now. You two are the same age after all. Wait just a moment. Oh, nein. Any prospective suitor of my Lady Drizel must complete my extensive screening process. First, you'll need to pass the 256 tests I've prepared for any aspirant to her hand. Challenge accepted. Don't be so strict. I'll be vouching for him. Then you'll need to be evaluated as a would-be matchmaker. There are 180 requirements, but you can pass with a score of 170 or above. But I am the Lord of Spirits. Must I be tested so? Of course. Lady Drizel is my greatest treasure, bequeathed to me by Lord Klein himself. She means more to me than life itself. Wow, you sound just like my daddy, Rowan. Oh, meine Katze ist so, ja, sehr schön. Hey, not bad. Dolch mit Scheide. Ach, hier dieser Mini-Dolch. Den kenne ich noch. Und hier ist noch was am Fehlen. Hallo. Wie ist hier mit? So, dann. In den letzten paar Minuten werden wir ja noch zum Hafen kommen, glaube ich. Außer irgendwas Couch, das passiert jetzt. Ich will so 20 Minuten nur machen, ungefähr. Damit ich den morgen noch hochladen kann. Ich kann auch jetzt schon einen Schnitt machen. Könnte ich auch machen. Aber oh nein. Oder doch. Aber die Entscheidung. Ich könnte auch hier die ganzen Orte erstmal absuchen hier. Oh, sehr schön. Mal Schätze und so. Würde ich auch gerne haben. Ich glaube, dafür haben wir nicht mehr so viel Zeit. In den Tiefwald kann ich wahrscheinlich sowieso nicht rein, ne? Dann mal hier. Ah, okay. Ach, das ist die Sackgasse. Blöp. Naja. Fertigkeit erlernt und Art verbessert. TP-Schub, sehr gut. Gehen wir mal zurück nach Schelden. Ich sage, ich beende den Part dann hier. Wir erkunden hier die Gegend mal. Eine Schatztruhe, ja. Wir erkunden die Gegend dann mal in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xillia 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.